Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Oder zurück zu Metro Exodus. Wir wollen uns mal das Flugzeug hier ein bisschen genauer anschauen. Wer weiß, was da passiert ist. Zack, nehmen wir das mit. Bisschen Werkzeug, bisschen Munition. Immer alles mitnehmen. Honig. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Ich habe alles geleert zu sein. Die Frage ist. Moment. Okay, das war. Alter. Hier. Da die Kassette. Ich fühle mich so dumm. Ich hätte auf dem Feld landen müssen. Aber wir flogen noch. Und es schien, als hätte es noch eine Weile so weitergehen können. Und dann diese verdammte Stromleitung. Aber welchen Unterschied macht das jetzt schon noch? Wir kommen nicht mehr nach Moskau. Wunderbar. Naja, nehmen wir sie mit. Vielleicht können wir später per Zug weiter nach Moskau reisen. Wir werden es wohl abwarten müssen. Gut, dann haben wir die Aufzeichnung uns mal angeguckt. Und der Geigerzähler scheint ein bisschen. Oh, die Viecher lassen wir da mal gerade außen vor. Ist denn unser Kollege eigentlich hin? Duke? Da ist er. Ich wünschte, ich könnte diesen Catfish irgendwie dazu überreden, die vielen Wasserwanzen zu fressen. Wie hat Mowgli eigentlich mit den Tieren gesprochen? Tja. Apropos Mowgli, wir haben dieselbe Blutgruppe, du und ich. Ist dir das aufgefallen? Was? Tja, ich schätze, du musst jetzt wohl gehen, Artyom. Ich spüre schon, wie das Fernglas deines Schwiegervaters uns gleich zu Salzsäulen erstarren lässt. Okay, dann machen wir es mal auf. Ich will hier weg, ich hab da... Ich hab keinen Bock auf die Viecher da nochmal. So, dieses Flugzeug haben wir uns angeguckt. Ich glaube, wir könnten tatsächlich. Müssen wir weiter da lang? Oder müssen wir nicht? Wir müssen da oben. Weil ich glaube, die lassen uns in Ruhe, die Typen, ne? Dass sie. Okay. Also, das war so das, ja. Da kommt unser Artyom vom Abgrund der NATO-Besatzungszone. Du lebst! Ja. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Lass uns gehen. Papa spricht gerade mit Katja. Okay. Sie sind so nett. Sowohl Katja als auch ihre Tochter. Und Katjas medizinische Ausbildung könnte nützlich werden. Danke für die Informationen, Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Ha? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein. Ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe.
Artyom, einen Moment. Artyom, komm mal bei mir vorbei, wenn du mit dem Alten gesprochen hast. Ich habe etwas für dich. Okay. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen... Ach schön, das sind die beiden aus der Kirche, ne? Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Okay. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Hm. Na gut, dann haben wir mit dem jetzt gesprochen und wir müssen mit... Was mit dir? Wie gefällt dir der Rucksack? Ist er bequem? Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Ja. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Ein TH-Gewehr. Na, klingelt es? Ein Luftdruckgewehr. Aber es hat trotzdem Bums. Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, trage es mit Ehre. Und denke daran, hier vorbeizuschauen. Ich habe ein Anliegen. Katja, Nastja, nehmt euch etwas Tee. Nicht so schüchtern. Danke. So. Dann machen wir uns mal auf jetzt. Verdammt. Wie soll ich das los? Wir sollen also da unten zu dem Hafen. Hallo Artyom, du warst großartig. Sagen Sie das alle. Ich will eigentlich nur auf die andere Seite. Okay. Scheinbar können wir nicht darüber. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg suchen. Alter, ist das einer dieser Viecher? Ja, ne? What the fuck? Jetzt müssen wir da lang. Wir müssen da irgendwo rüberkommen. Ah, andere Richtung. So, wenn ich mal jetzt meine Vermutung setze, oder? Oh, scheinbar. Nee, doch noch ein ganzes Stück noch geradeaus. Oder? Wir müssen ja da unten hin. Also müssen wir eigentlich tatsächlich komplett in die andere Richtung. Wir kommen nicht übers Wasser, das ist das halt. Hm.
Krass. Krass, wie der Herzschlag und so, ne? Ja, wir sind schon quasi auf dem richtigen Weg. Oder? Einfach, komme ich da jetzt durch? Jawohl, das war der Plan. So, eigentlich müssen wir jetzt irgendwie links oder so gehen, ne? Warte mal. Ja, schauen wir hier über diese Waggons. Zack. So, zumindest immer auf der anderen Seite, wenn es richtig im Koffer. Genau, und jetzt eigentlich immer geradeaus. Meine Fresse. Neue Atemmaske drauf. Dann gib ihm. So, bin ich jetzt überhaupt richtig unterwegs? Ja. So. Gut, dann bin ich froh, dass ich nicht da lang muss, dann gehe ich da weiter. Weiter, weiter. Dass ich da drüber gespielt werde, wo ich hin will. Ja, perfekt. So, da runter und dann muss es irgendwo links weitergehen, oder was? Die Frage ist, komme ich da jetzt rüber? Verdammt. Oh, Alter! Hau ab von mir!
Alter! Ich habe mich gerade übel zerschrocken, ey. Das habt ihr, glaube ich, gerade mitbekommen. Alter! Ach. Was war das hier? Quest. Wo ist der? So, ich bin dran. Boah. Ja, ich bin oben auf dem Dach. Wunderbar. Wo ist der Typ jetzt? Der ist auch kaputt. Scheiße. Wo hoch? Ah, da. Aber jetzt ist mal die große Frage. Was passiert da noch hier in Metro Exodus? Das ist die große Frage. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir es herauszufinden.